Es geht wieder los. Falco Goes Cool auf der Suche nach Österreichs Musiktalenten von morgen. Mit on Tour Singer-Songwriter Thomas David und als Special Guest Chartstürmerin Mattea. Alle Infos unter falco-goes-cool.at. Dann kommt ja auch Falco Goes to School. Da gibt es eine Tournee, wo du ja mitmachst. Ja. Das ist ja für dich quasi ein Comeback, oder? Ja, da freue ich mich sehr. Das ist mega cool. Ich war ja mit meiner Schule damals dabei. Und das war ein Schlüsselmoment in meiner Karriere, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich durch dieses Falco Goes Cool eine Person kennengelernt habe, die mich jetzt zu meinem Management, mit dem Management connected hat. Und das war ein sehr wichtiger Schritt für mich. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heuer dabei bin und mit den Schülern interagieren kann. Und bin ich schon sehr gespannt. Was machst du da? Verrätst du da die Tricks, wie man Songs schreibt, oder singst du einer Falco-Hits vor? Oder was? Nein, ich weiß noch gar nicht, wie das genau ablaufen wird. Aber ich schätze mal, dass es so wie bei uns sein wird. Die Schüler werden mir was präsentieren und ich werde ihnen oder mit ihnen gemeinsam dann vielleicht singen. Vielleicht auch gemeinsam zweimal singen oder so. Schauen wir mal. Und natürlich dann ein bisschen quatschen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, also irgendwie mit meinen Hörern mich auszutauschen. Das ist schon sehr cool. Liebe Falco Goes Cool Talente, liebe Falco Goes Cool Fans, Interessierte, heute ist der 27. Juni 2019, 10 Uhr. Tag der Tage, Stunde der Wahrheit, Falco Goes Cool 2019, also die vierte Staffel geht damit zu Ende. Und es ist an der Zeit, dass wir eben die Gewinner und die Platzierten des Wettbewerbs bekannt geben. Ihr werdet aber wahrscheinlich jetzt erwartet haben, dass Ronny Säunig, unser Vorsitzender der Falco Privatstiftung, jetzt am Bildschirm hier erscheint. Der hat bereits ein tolles Video aufgenommen, befindet sich allerdings im Ausland und hat ein Riesenproblem, das Video zu senden. Also es gibt im Datentransfer da ein Problem. Aus dem Grund hat er mir ersucht, die Bekanntgabe vorzunehmen, was ich eben dann machen werde. Vorab möchte ich aber mich herzlich bedanken bei allen Lehrkräften, die Talente so toll unterstützt haben bei der Einreichung der Projekte. Sie unterstützt haben im Rahmen der Falco Goes Cool Tour und möchte mich auch bedanken, dass wir wohl so herzlich aufgenommen worden sind. Vor allem auch möchte ich erwähnen, dass es auch einen Termin gegeben hat oder zwei Termine gegeben hat, sogar an einem Feiertag, wo also die Schulen geöffnet wurden und die Talente an diesen Tagen auch in die Schule gekommen sind und ihre Projekte dort uns präsentiert haben. Vielen herzlichen Dank. Möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass viele Freitage mit dabei waren und da ist mir besonders ein Posting einer Dame ins Auge gestochen, die gesagt hat, na, Falco Goes Cool geht auch am Freitag in die Schule. Ja, natürlich, weil natürlich auch die cleveren Talente dort ihre Einsendungen und ihre Songs oder Musikproduktionen uns präsentiert haben und die Zeit eben dafür bestens genützt haben. Bedanken möchte ich mich auch bei unserem Team, die also im Rahmen der Tour da immer eifrigst mit dabei sind, speziell beim Peter Bernitzer, der arbeitet in allen Bereichen, beim Thomas David, Austropoper Nummer 1, aber natürlich auch Coach und unterstützt die Talente auch oft in psychologischer Hinsicht und arbeitet bei Produktionen bei den Falkeers mit vielen Talenten zusammen. Und möchte mich auch herzlichst bedanken bei der 7-1 Media Gruppe, die also medial das Falco Goes Cool Projekt immer so toll unterstützt und speziell bei der Starwatch-Chefin, bei der Verena Greta und beim Musikchef, beim Armin Doppelbauer. Vielen herzlichen Dank. Und nicht zuletzt auch bei der Mattea, die ja bei der ersten Staffel Falco Goes Cool mitgemacht hat und die bei jeder Gelegenheit immer wieder erwähnt, dass also Falco Goes Cool der Talentwettbewerb für sie mehr oder minder eine Initialzündung war, um eben da Musik weiterzumachen und wie auch immer. Herzlichste Gratulation zu dem tollen Erfolg. Momentan, was ich gesehen habe, gibt es schon 10 Millionen Zugriffe auf die Songproduktion. Und liebe Mattea, du wirst noch in ganz andere Sphären aufsteigen, wenn du so tolle Musikproduktionen weiterhin machst. So, soweit dazu. Möchte ich beginnen jetzt mit der Kategorie 1.
also mit den Einreichungen aus den Volksschulen. Da ist auf Platz 5 Repin Hirschegg. Das ist eine ganz tolle kleine Schule im kleinen Walsertal. Einen tollen Direktor, einen tollen Lehrer, sind Musiker auch, unterstützen die Kids dort ganz toll und die präsentieren also wirklich ganz euphorisch ihre Produktionen. Auf Platz 4 Jamie Bressel, ein Gitarrista, muss man sagen, mit dem Alter schon ganz, ganz toll. Der arbeitet schwer an sich und der wird noch ganz groß rauskommen, da bin ich ganz sicher. Auf Platz 3, 2 und 1 war also für die Juroren eine ganz schwierige Entscheidung, weil da gibt's Nuancen, sonst nichts. Die sind eigentlich alle hochwertigste Talente. Auf Platz 3 kennen wir schon Falkenfrei aus den vergangenen Jahren. Die haben sich aber bestens weiterentwickelt und die machen schon super tolle Musikproduktionen, also wie die großen Profis. Auf Platz 2, ähnlich, nur in einem anderen musikalischen Bereich, der Kinderchor Frechdachs und Kinderchor Calypso, gemeinsam auf Platz 2 aus der Volksschule Götzis. Und auf Platz 1, der große Trommelwirbel, geht auch wieder nach Hermagor. Heißt Obergeil, die kommen aus dem Lesachtal und setzt sich zusammen aus der Emily Moser, der Amelie Arich, dem Sebastian Thomas, der Emma Lopez und der Enni Neuwirth. Herzlichste Gratulation. In der Kategorie 2, also in der Unterstufe, finden wir auf Platz 5 die Bläserklasse der NMS Miralobe aus dem Miralobe-Weg in Wien. Herzliche Gratulation an ganz einen tollen Musiklehrer, der also diese Big Band coacht, Musical-Aufführungen und dergleichen gibt es da ganz eine tolle Sache. Platz 4 geht an die Chorwerkstatt der SMS Mondsee, ist die sportneue Mittelschule in Mondsee. Haben viele Songs, haben eine tolle Musiklehrerin dort, die sich wirklich sehr, sehr intensiv mit den Kids beschäftigt und eine tolle musikalische Leistung dort gemeinsam erbracht wird in einer neuen Sportmittelschule. Platz 3, Riesentalente mit einem ganz tollen Lehrer, der auch mit den Kids gemeinsam das Projekt gestartet hat. Phil Steel geht nach Hittisau in die NMS. Platz 2, ein Riesentalent, hat vor Jahren schon mal mitgemacht, aber hat sich noch weiter sensationell entwickelt, geht an die Laura Kotzul aus der NMS in Eisenstadt. Und auf Platz 1, auch wieder großer Trommelwirbel, das geht an das Privatgymnasium Bischofshofen. Dort geht momentan zur Schule die Chiara mit der Jana und das Projekt nennen sie Chiana. Herzliche Gratulation in der Kategorie 3, also der Oberstufe. Da geht der Platz 5 an die Multimedia HTL in Salzburg, nämlich ganz konkret an den Robin Kremser, der die Produktion eingereicht hat, 3NTN oder 3NTN. Platz 4 geht an das Burg Gastein, an die Cat Band mit einer Eigenkomposition. Platz 3 nach Hermagor, an das Burg Hermagor, an die Carmen Andritsch, die auch eine Eigenkomposition eingereicht hat und eine ganz außergewöhnlich tolle Stimme auch hat. Platz 2 und 1, da wird es natürlich schwierig. Da sind Superstars unterwegs eigentlich schon. Platz 2 geht an das A Cappella Ensemble des Bischöflichen Gymnasiums in Graz. Wir waren auf Tour dort. Ich muss sagen, ich persönlich habe den Eindruck gewonnen, ich habe noch nie eine Formation gesehen, wo jeder einzelne Künstler eine eigene Personality auf die Bühne gebracht hat. Herzliche Gratulation. Und der Number One in der Kategorie 3 geht an die Multimedia HTL, nämlich konkret an den Jakob Ries und Wenne mit dem Song Pepsi Cola. Herzliche Gratulation an alle Talente, an alle unterstützenden Lehrerinnen und Lehrer. Falco Go School, die vierte Staffel 2019 ist zu Ende. Ich freue mich schon auf 2020. Bleibt dran, macht so weiter. Ich freue mich schon auf die fünfte Staffel 2020.